Ich bin der Spendim, ich bin 28 und arbeite seit 6 Monaten bei der Firma Stüssi. Ich bin bei der Schreinerei tätig. Wir stellen die Schalungen her und dann werden die mit Beton ausgossen. Was die Arbeit interessant macht, sind natürlich die verschiedenen Formen, die wir herstellen. Wie zum Beispiel Küchen haben wir hergestellt aus Betonplatten, sowie Fassaden mit eingebautem Heizsystem. Und verschiedene komplexe Sachen, wie zum Beispiel ein Brunnen. Am meisten, was mir bei dem Arbeitsplatz gefällt, sind die Treppen, die ich gerne mache. Das ist also eine Stärke von mir. Als allererstes haben wir zuerst mal mit den vorgesetzten Plänen angeschaut, welche Treppen wir als erstes produzieren oder welches als erstes geliefert werden muss. Als zweites habe ich dann nachher angefangen zu zuschneiden. Das ganze Element habe ich dann angefangen zusammenzubauen, dass es nachher so eine dreieckige Form gibt. Man kann sich das so vorstellen, das Gegenstück von einem Tritt eigentlich. Ja. Und das Ganze habe ich nachher in der Halle genommen und angefangen zu montieren. Natürlich habe ich zuerst geschaut, dass der erste Tritt natürlich senkrecht steht. Und dann habe ich immer eins nach dem anderen angefangen zusammenzubauen. Eine wichtige Voraussetzung, um hier in der Schreinerei zu arbeiten, wäre eine abgeschlossene Lehre als Schreiner oder als Zimmermann. Oder einfach langjährige Erfahrungen im Bereich Schreiner oder Zimmermann. Für neue Teammitglieder wäre es sicher vom Vorteil, dass sie mit den Maschinen umgehen können. Natürlich ist Planlesen auch ein wichtiger Aspekt, den man können muss. Und natürlich teamfähig sein, also Hilfsbereitschaft oder mal fähig sein, am Samstag zu arbeiten. Was bei uns natürlich wichtig ist, ist Sauberkeit und natürlich genau schaffen, dass die Massen stimmen, dass das Element wirklich dann am Schluss genau die Masse hat, was der Kunde sich erwünscht hat.